Hallo Freunde der Sonne, da bin ich wieder und wir füttern heute mal ein paar Tierchen. Und wenn ich sage ein paar, meine ich tatsächlich drei, weil die Poeciloteria rufilata hat tatsächlich jetzt gezeigt, dass sie auf jeden Fall in der Lage ist, uns nochmal ein bisschen Action zu bieten. Das Ganze nach dem Intro. Erstes nehmen wir uns mal die Senestes imanes. Die hat mit Sicherheit Hunger. Ah. Und dann läuft die Schar genau zwischen die Blätter. Ehrlich jetzt. Aber vielleicht läuft sie ihr gleich noch. Ich muss jetzt einfach mal schauen hier so. Vielleicht läuft sie ihr gleich noch vor die Füße, wenn die Schar genau diesen Weg einschlägt. Exakt. Die sitzt sehr gerne hier unter den Blättern. Ich zeige euch das gleich ordentlich. Sobald die Schabe sich genau auf den Weg gemacht hat, dorthin. So. Ich wollte sie jetzt nämlich nicht anleuchten oder irgendwas dergleichen, dann wäre sie nämlich weg. Jetzt können wir vielleicht mal mit der Taschenlampe rangehen, damit wir da mal drunter schauen können. Da sitzt sie. Und die liebt ihre Pflanze, ne? Die habe ich da neu eingesetzt. Ne, in ihr Terrarium. Und die liebt diese Pflanze, die sitzt da immer drunter. Das ist super toll. Ja, da haben wir sie. Natürlich gut versteckt. Wie immer. So kenne ich sie. Aber definitiv besser als, ja, wie es sonst immer so läuft, nämlich in ihrer Höhle. Und weg, ne? Also, es ist mir schon so deutlich lieber, dass ich sie wenigstens so noch zu Gesicht bekomme, als dass sie halt immer in der Höhle verschwindet und das war's, dann sehe ich sie nicht mehr wieder. Also von daher, Xenestes imanes, bin ich ganz zufrieden, dass ich dich auf diese Art noch erblicken darf. Sieht sogar so aus, als hätte sie jetzt die Schabe plus einen Stängel noch am Wickel. Ich hoffe, sie wird die Schabe irgendwann da rausfriemeln und nicht mehr an der nicht mehr das arme Pflänzchen da beackern. Ja, also, wäre schön, wenn du die Pflanze am Leben lassen würdest. Die gefällt mir nämlich sehr. Ja, mehr werden wir von ihr wahrscheinlich nicht zu Gesicht bekommen. Aber ich denke, das reicht aus. Die sitzt jetzt da in ihrer Ecke und macht ihr Ding. Wird Futter Futter machen. Wie gesagt, die Pflanze, super toll. Gefällt mir richtig gut. Und das Spinnchen, das sich darunter versteckt. Da kommt Dschungelfeeling auf. So, und jetzt gehen wir ran an die Sazimai, die verpaarte Dame. Da haben wir sie. Und ihr seht, das Blau ist schon eine ganze Weile nicht mehr zu sehen. Also das Blau ist einfach weg. Da ist nichts mehr mit Blau. Einen Moment, Hand wechseln. So. Da hat es sich ausgeblaut. Vielleicht, wenn ich ein bisschen mit der Lampe dran gehe, verschwindet jetzt eh nach drin. Aber selbst dann haben wir da kein Blau mehr am Start. Es ist ein bisschen bläulich, ja, kann man schon sagen. Ne? Aber so dieses knallige Blau, was sie mal hatte, ist nicht mehr vorhanden. Ja, und bei ihr warte ich jetzt darauf, dass sie demnächst mal irgendwann ihren Kokon baut. Na, der Kokon ist bei mir jetzt gerade sehr, sehr wichtig. Weil wenn dann irgendwann mal, ach, wir brauchen tatsächlich das Licht, wir kommen am Licht nicht vorbei. Ist irgendwann tatsächlich sehr wichtig, weil ich die natürlich auch zeitigen möchte, den Kokon. Und wenn denn hier der große Umzug ansteht, dann möchte ich das nicht haben, dass ich da sie frisch beim Kokonlegen da rausholen muss für den Umzug. Also das muss ich mir dann mir auch was einfallen lassen. Jo. Na, kommst du noch mal raus für uns? Kommst du noch mal raus für uns? Das wäre echt lieb. Unwahrscheinlich, aber es wäre lieb. Ich versuche gerade den Carapax so ein bisschen drauf zu kriegen, dass man da noch mal ein bisschen was sieht, aber gar keine Chance, dass der jetzt irgendwie noch mal blau schillert oder so. Ich versuche mal mit dem Licht so ein bisschen ranzugehen, weil der ist so ein bisschen violett angetatscht. Ne? Also er hat so einen leichten violetten Stich, aber komme ich nicht ran. In short.
und sie wohl nicht mehr rauskommen. Na gut, guten Hunger. Ja, die Rufilata stand jetzt eigentlich gerade vorne dran, wartete auf Futter, ist dann aber wieder weggegangen. Ist jetzt da hinten. Also man sieht so ein bisschen da das Pfötchen. Jetzt gibt es hier zu fressen eine Faustschabe. Ja, die Rufilata ist mittlerweile nach der Häutung doch sehr, sehr groß geworden. Und eine Faustschabe ist da auf jeden Fall gut angesiedelt als Futter. Und wenn wir mal schauen, ob sie sich das gleich schnappt. Ja, der erste Kontakt zur Schabe ist schon geknüpft. Man sieht es ein bisschen. Oh, jetzt kommt es rum. Jetzt kommt es rum. Dann werdet ihr sehen, was das für ein Riesenbrecher ist. Die ist nicht klein. Na, guckt euch das an. Die Schabe verschwindet quasi unter ihr. Ja, bin ja gespannt, ob die Schabe jetzt ihre erste Bewegung irgendwann tätigt, weil dann... Uiuiuiui, ein Riesentier, ne? Man muss tatsächlich ein bisschen rauszoomen, damit wir sie überhaupt voll drauf kriegen. Sollte die Fauchschabe sich jetzt ein Ding leisten, ist sie Futter. Ja, sie stellt sich gerade auch tot. Das ist die Frage, ich denke mal... Also die Rufilata ist nicht dumm. Die weiß, dass das Futter ist, wo sie gerade drauf sitzt. Das muss ich halt nur noch mal bewegen. Und bis dahin wird jetzt erstmal nichts passieren. Die Faustschabe wird einen Teufel tun und durch die von sich geben, aber sie hat halt Hunger, sie braucht was zu essen. Ihr seht's, ne? Also ihr Hintern ist jetzt auch relativ klein. Liegt halt einfach daran, dass sie sich gehäutet hatte. Und danach dann erstmal nur weiche Schokoschaben bekommen hat. Aber jetzt, wo sie schon länger gehäutet ist, kann sie auch was Größeres bekommen, problemlos. Ah, jetzt zieht sie dran. Wer hat mehr Kraft? Rufilata oder die Faustschabe? Ich muss sagen, die Faustschaben haben Power. Kann man nichts sagen. Aber die Rufilata wird wahrscheinlich auch ordentlich Power haben. Ja, wenn ich jetzt gerade die Pflanzen sehe, oh, es nervt so, ne? Also diese ganzen... Ich kann sie jetzt tatsächlich nicht mehr empfehlen. Diese Bergpalmen. Also zumindest nicht im Kokoshumus. Ich weiß nicht, wie es jetzt läuft in einem anderen Bodengrund. Aber Kokoshumus kannst du vergessen. Will ich ja sowieso austauschen. Aber jetzt, wo halt auch der Umzug anstehen sollte, wenn das jemanden interessiert, mache ich noch ein Video zu. Dann, also der Umzug. Dann müssen wir sowieso schauen, wie es läuft. Zwecks Tiere, Umzug, Terrarien und so weiter und so fort. Deswegen brauche ich hier kein neues Terrarium jetzt für sie ansetzen, wenn das so in den nächsten ein, zwei Monaten passieren sollte mit dem Umzug. Na? Ach, wisst ihr was? Ich mache so oder so ein gesondertes Video davon. Macht's einfacher. Hab auch schon eine Idee. Ja, und sie zieht halt noch, ne? Sie zieht und zieht und zieht. Die Fänge sind auf jeden Fall drin. Und sie lässt auch nicht los, ne? Also sie wird ihr Futter nicht loslassen, sie wird ihr Futter fressen. Komme, was wolle. Sobald das Futter losgelassen hat, ne, sobald das Futter loslässt, jetzt reißen die mir gleich meinen Kork um, hallo. Hey, 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 Umbaumaßnahmen gibt es jetzt noch nicht. Könnt ihr bitte aufhören damit? Ich muss das Kork festhalten hier. Ansonsten ziehen sie mir hier gleich die Korkröhre durchs Terrarium. Hey, hör doch mal auf. Ja, also seht ihr, was die für Power haben, die Tiere. Irre. Junge, Junge, Junge.
Dann gehen wir mal mit dem Licht dran. Ich weiß, das Licht ist ein bisschen zu doll, aber wow, ist eigentlich gar nicht so doll. Guck dir das mal an. Jetzt sieht man auch die Härchen, die roten, von denen ich mal spreche, die nie zu sehen sind. Alles eine Frage des Lichts, so wie es aussieht. Ja, wenn du mit ordentlich Licht rangehst, dann siehst du sogar die roten Härchen. Ne? Also da ist nochmal der Kontrast zu sehen, Leute. Von der Poecilotheria rufilata. Ich glaube, die hat noch nicht mal durchgebissen durch den Hintern von der V-Schabe. Und ich glaube, die V-Schabe gewinnt auch gerade. Aber ja, letzten Endes verschwinden sie dann nur beide hinterm Kork. Und sie ist unheimlich schön. Ne? Guck dich das Grün, dieses Blaugrün, dieses Blaugrün, dieses Gelb-grünliche, echt hübsch. Und dann die roten Beinchen dazu. Hammer. Einfach nur Hammer. Was eine schöne Farbe. Das ist halt genau mein Ding, ne? Von der Farbe her. Kann ich halt nichts sagen, gefällt mir sehr, sehr gut. Jo, ich würde sagen, wir lassen die beiden jetzt hier Tauziehen machen. Wenn sie fertig ist damit, mit Tauziehen und die Schabe hat, wird sie irgendwo an die Scheibe tackern. Und ja, dort dann genüsslich verspeisen. Wenn ich sage, an die Scheibe tackern, meine ich das auch so. Ne? Also die klebt die dann wirklich da so gegen. Die lässt nicht los. Sie lässt nicht los. Und der kleine Tätzchen. Guckt euch diese Tatze an. Ich komme leider nicht näher ran. So viel Zoom hat das Ding hier nicht. Aber guckt euch die Tatze an. Hat sie nicht eine süße Tatze? So süße Tatzen. Oder? Wer es auch hübsch findet, in die Kommentare. Tatze. Sie hat so schöne Tatzen. Ne? Du kannst doch wirklich erzählen, was du willst. So schön plüschig. Riesengroße Plüschtatzen. Und die Krallen da dran. Ne? Man sieht die da vorne am Ende. Ne? Zwei Stück jeweils immer an jeder Tatze dran. Ja, wir lassen sie mal weiter ziehen. Weiß nicht, was da gleich noch so passiert. Sieht eher so aus, als wenn gleich das ganze Stück Kork hier einen Abflug macht. Aber das kann sich hier noch um Stunden handeln, so wie das aussieht. Sie lässt nicht locker, die Schabe halt auch nicht. Sowohl sie als auch die Schabe lassen nicht locker. Ja, es tut mir leid, wenn wir hier das Video jetzt mit der Rufilata füllen, aber ich glaube, kann nichts schaden. Rufilata ist geil. Das. Seht ihr das mit der Beinspannweite? Das ist jetzt zwar um die Ecke, aber stellt euch mal vor, die wird sich jetzt hier links lang spannen und rechts lang spannen. Das geht zwar um die Ecke, aber würde sie das tun, ja, die würde die Fläche einsetzen, ne? Die wäre da voll drin. Mit der Beute. Die Beute im Anschlag, die Beute läuft mit ihr durch die Gegend. Na, wenn das nicht der Fehler ist, ja genau, jetzt beißt sie nämlich richtig zu. Jetzt hat sie es nämlich wirklich. Zack, in der Seite auch drin. Wow. Habt ihr das Blau gesehen? Da schimmert es noch so ein bisschen blau. Sehr schön. Super schönes Tier. Und riesig. Ich wünschte, ich hätte ein anderes Licht. Ich hole ein anderes Licht. Warte kurz, Rufilata. Wir haben anderes Licht. Tada. Phew. Ich war gerade nochmal losgestraxelt. Und jetzt sehen wir sie auch in ihrer vollen Pracht. Ne? Wenn sie sich schon hier vorne so drapiert, wäre halt blöd. Ich täte das jetzt nicht ordentlich zeigen. Ich gucke mal, ob ich das Licht auch ein bisschen hochdrehen kann. Einen Moment. Einen Moment. Haben wir gleich. Nee, heller wird's nicht. Heller wird's nicht. Heller wird's nicht. So. Und da ist sie, ne? Komplett. Erfreut euch an der Poecilotheria rufilata. Wie ihr seht, jetzt geht's halt los, ne? Jetzt wird sie halt nicht an die Scheibe getackert, sondern an den Kork getackert. Setzt jetzt immer wieder mal unten an. Und verteilt da Fäden. Und dann wird sie da in den Fäden eindrehen. Und bis da sehen wir jetzt nochmal das Rufilata-Tänzchen.
weiß nicht, ob ihr es sehen könnt. Ich versuche es euch mal zu zeigen. Seht ihr die Fäden da? Also sie zieht jetzt wirklich Fäden rundherum um das Futter und dann dreht sie das Futter ein wie Zuckerwatte. Ne? Also wie als wenn die Schabe der Stock ist für die Zuckerwatte und dann zieht sie die Schabe durchgängig durch diese Fäden, die sie macht, auch wieder durch. Und die Zuckerwatte bleibt dann quasi an der Schabe hängen. Die Schabe wird dadurch komplett eingewickelt und kann dann nicht mehr weg. Und wird dann da quasi festgetackert und dann wird sie dort verspeist. So, und mir geht jetzt langsam die Kraft aus. Ich halte hier alles die ganze Zeit hoch. So, für euch natürlich geschnitten, für mich die volle Pracht. Es tut mir leid, ich kann euch nicht 30 Minuten Poecilotheria rumgestehe zeigen. Geht nicht. Schön, haben wir es auch nochmal gesehen. Mega. Und danach wird der Arsch schön prall sein von ihr. Das wird auch nochmal ein schönes Bild geben dann. Ein schöner dicker Po. Poecilotheria rufilata. Super schönes Tier. Und nun hoffe ich, dir hat das Video gefallen. Wenn ja, lass mir doch ein Like da. Ein Kommentar wäre auch ganz nett. Und vergiss nicht, wenn du ganz neu hier auf dem Kanal bist, mir ein Abo dazulassen. Das würde mir extrem weiterhelfen. Wir haben Twitch, Discord, Patreon und die Kanalmitgliedschaften, als auch noch den Spreadshirt-Shop. Alles Link in der Beschreibung, schau da gerne rein. Gestreamt wird auf Twitch jeden Montag und Freitag um 20 Uhr. Und nun wünschen Rufilata und ich darin euch noch einen wunderschönen Tag. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!